Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von Metroid Zero Mission. Im letzten Part, da habe ich gute Arbeit geleistet, in jeder nur denklichen Hinsicht. Und in diesem Part leiste ich noch bessere Arbeit. Aber vorher, bevor ich gute Arbeit leiste, würde ich noch ganz gerne meine Missiles aufhaben, weil ich das Gefühl habe, ich bekomme meine Revanche mit dem Wurmi. Und wenn der Wurmi nochmal wissen will, was ich drauf habe, wisst ihr was, dann zeige ich es ihm. Zeige ich ihm, was ich drauf habe. Zeige ich ihm meine fiesen Skills. 2D-Metroid-Shooter spielen. Okay, ich hoffe, 7 Missiles sollten reichen. Wir brauchen 3 Stück, also komm. Das sollte auf jeden Fall reichen. So, du stehst mittig. Yeah! Wie gefällt dir das, hä? Wie gefällt dir das? Treffer Nummer 2. Wundervoll. Ich kann es immer noch verkacken, Leute. Macht euch mal keine allzu großen Hoffnungen. Ich werde es auch verkacken, oder? Bam! Nein, ich werde es nicht verkacken. Verdammter Augapfelman. Und wir bekommen dafür den Charge Beam. Ein sehr, sehr schönes Upgrade, wie ich finde. Eine B zum Aufladen, Feuer loslassen, Charge Attack, Salto bei voller Ladung. Ich kann also meinen Beam aufladen und pschiu. Hat noch einen weiteren Vorteil, und zwar, wenn ich das aufgeladen habe, so den Salto-Sprung hier mache und damit jemand erwische, dann macht das sehr viel Schaden und one-hittet eigentlich in der Regel die Gegner. Das war fantastisch, Samus. Also, Charge Beam bin ich großer Fan von, könnte man sagen. Bam, seht ihr? Diese Viecher hier sind übrigens da, damit man sich so ein bisschen Leben und sowas auffarmen kann. Werden wir jetzt aber mal nicht machen, weil... Warum sollte ich? So ein Shit habe ich hier nicht nötig. Denn ich gehe ganz straight nach Brinstar. Norfair. Nach Norfair gehen wir. Oh. Video. Hört auf zu lachen, Leute. Für Game Advance Verhältnisse war das sehr beeindruckend. Denke ich. Hoffe ich. Ich weiß nicht. Hi, Sauron. Ach ja, übrigens eine Sache, die man auch mal anmerken sollte. Die Musik in diesem Spiel ist unfassbar gut. Lauscht einfach nur mal. Nicht der Speicherstation-Musik, die ist nicht so gut. Aber wisst ihr, wo dieses Spiel die beste Musik hat? Bei Krayt. Also in der Gegend Krayt. Werdet ihr dann schon hören? Sollten wir demnächst hinkommen? Das wird ziemlich super. Und hier kann ich noch nicht weiter. Okay, dann könnt ihr wieder keine Musik hören. Weil ich wieder durch die Speicherstation durch muss, die aus irgendwelchen Gründen andere Musik hat. Aber jetzt können wir sie ein bisschen laufen lassen. Ist nicht wundervoll. Was ist das? Noch einmal. Dankeschön. So. Oh Gott. Was sind da für Flammenmenschen da unten? Beziehungsweise Flammen... Was seid ihr? Ha, da könnte ich eigentlich... Ach ja, mit dem Morphball. Bevor ich es vergesse, mit dem kann man auch hüpfen. Moment mal. Also eigentlich ist es so gedacht, dass man da erst später hinkommen soll, aber... Man das, seht ihr, wenn man das Springen richtig timet, dann kann man aber sich auch früher hochbomben. Das ist eine ziemlich coole Sache. Manch einer bezeichnet es als eine Art Cheaten. Ich bezeichne es als, leck mich. Es geht nicht scheiße, was ich hier mache. Okay. Gut, sind wir uns einig. Wundervoll. Können wir auch weitergehen. Ah, da unten will ich nicht rein. Will ich schon wieder hoch? Ja, ich will hoch. Okay. War ein kurzer Ausflug nach Norfair. Aber wir müssen wieder zurück nach die Crateria. Irgendwie muss ich dabei immer an eine Cafeteria denken. Ich weiß, dass ich sicher nicht der Einzige bin, dem es so geht. Ich meine Crateria. Das ist eine Cafeteria. Steht hier. Gut. Ah ja, und die Gegend hier, die ist ziemlich cool. Falls jemand von euch Super Metroid kennt, dann erinnert ihr euch vielleicht noch daran, da ist man auch hier in der Gegend unterwegs. Nur ich glaube, da war es dann aus Holz und sowas und ja... Und das ist, wo man da rechts dann in so eine verlassene Raumstation kommt. Und unter Wasser sollte ich nicht rein, weil ich da scheiß langsam bin. Ja, kommen dann in so eine verlassene Raumstation teil in Super Metroid. Und hier ist die Raumstation dann noch nicht verlassen in Zero Mission. Das ist eine ganz coole Sache, wie ich finde. Also, eine super coole Sache. Na. Und jetzt wisst ihr, dass es so ist. Gern geschehen. Ich teile mein Wissen gerne mit euch. Und wir sind in den Ruinen der Chozo. Wieder eine Sache, die komplett neu in diesem Teil hier ist. Das gab es im Remake auch so. Also nicht im Remake, sondern im Original. Gab es das hier so überhaupt nicht. Da würde ich gerne ran, kann ich auch noch nicht. Weil dieser komische Block mit dem Logo drauf mir den Weg versperrt. Was für ein Arschloch. Und wir bekommen ein unbekanntes Objekt. Cool, unbekannte Objekte. Analyse ergebnislos. Objekt mit aktuellem Anzug inkompatibel. Dankeschön. Aber hey, wir können jetzt die Blöcke wegballern. Das ist doch auch etwas, das ist ein gutes Upgrade. Aber mal im Ernst, das ist wirklich ein gutes Upgrade.
Die werden dann später entschlüsselt, wenn man einen passenden Anzug hat und keine Ahnung, das ist irgendwie Screw Attack oder sowas, was wir da eben gefunden haben. Wir können es so noch nicht einsetzen. Was ein bisschen traurig ist irgendwie, weil ich meine, wir haben eine super krasse Ausrüstung bekommen, aber wir können damit nichts anfangen, außer einen gewissen bunten, blinkenden Block wegfeuern. Oh wow. Spannung, Spannung, Spannung. Ein bunter Block, den wir jetzt entfernen können. Nein, nicht bunt, eher leuchtend. Wahnsinn. Diese Ausrüstungen. So, nach rechts könnte ich jetzt auch weitergehen, aber da gibt's noch nichts für mich. Da gehen wir später hin. Keine Angst. Wir machen schon noch alles. Und nein! Hallo, Mr. Säulenmann. Ich würde sagen, ich bin auf der Suche nach dem Power Grip. Wie war das hier nochmal? So war's. Wundervoll! Und im Schritt der Person befindet sich der Power Grip. Das ist ein super noppenartiger Handschuh, mit dem man sich überall festhalten kann. Aber sehr an Kanten und Vorsprüngen festzuhängen. Vielen Dank, lieber Power Grip. Seht ihr? Wie eine Eins. Das ist übrigens wieder mal eine Sache, die es im Original nicht gab, sich so festhängen zu können. Ich meine, es ist ein Feature aus Fusion, wobei ich jetzt auch nicht weiß, was zuerst kam, Zero Mission oder Fusion. Deswegen will ich diesbezüglich mal nicht zu viel versprechen, weil ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber dieses Festklammern, oh, das ist so nützlich, es ist so angenehm. Das ist eine Sache, die mir in Super Metroid so unfassbar stark fehlt, dieses Festklammern. Es ist einfach, konnte die Spielereihe nur ohne funktionieren. So ein gutes Teil ist das hier, versteht ihr? Essentiell wichtig für alles im Metroid-Universum. Okay, und wir sind wieder. Das heißt wieder, wir sind insgesamt am Raumschiff. Yay! Ich glaube, hier waren wir am Anfang. Nee, wir waren ja am Anfang gar nicht. Wir sind am Anfang woanders gewesen. Wenn ich richtig liege, irgendwo in so einer komischen Höhle. Okay, können wir noch nicht entlang. Ja, und jetzt sind wir beim Raumschiff. Hier sind wir ursprünglich gelandet. Spannend, spannend, ich weiß. Und wir sind wieder hier. Hi, kleiner Schwebi-Schwebi-Man. Was geht ab? Und wir sind wieder direkt hier. Also komplett hier. Hier drüben hier. Das bedeutet, wir können wieder zurückgehen. Und zwar dahin, wo wir zuvor waren. Und da können wir jetzt weitergehen. Yay! Metroid! Backtracking, super. Und da können wir auch hoch. Bin ich mir unsicher, was es hier oben gibt. Beziehungsweise hier drüben. Ich glaube, ein Missile-Container oder so ein Crap. Mal schauen. Ich meine, wenn sich der ein oder andere Missile-Container für mich finden lässt, dann sage ich nicht nein. Dann sage ich, gib mir den Missile-Container. Den nehme ich mit. Dann nehme ich ihn mit. Ah! Und hi. Waren wir noch nicht? Ich bin mir so sicher, dass der Gang da drüber genauso aussieht wie der hier. Oh, Missile-Container. Cool. Ich bin fast sicher, dass es hier noch irgendwo mehr geben muss, aber weiß jetzt auch nicht, wie ich es herausfinden kann. Da bräuchte ich dann die Powerbomb, um da sicher gehen zu können. Die habe ich aber nicht, deswegen lassen wir es einfach und gehen wieder. Wundervoll. Ah, so viel lilane Gegner. Warum seid ihr eigentlich alle lila? Vor allem ihr Feuerviecher. Gibt es lilanes Feuer? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Falls ja, ist das dann, ist das heißes Feuer oder eher so lauwarmes Feuer? Ich glaube, es gibt kein lilanes Feuer, oder? Man kann es wahrscheinlich irgendwie färben oder so, aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollte ich auch aufhören, darüber zu reden. Leute halten mich nur wieder für dumm, wenn ich weiter darüber rede. Und ihr sollt mich nicht für dumm halten, ihr sollt mich für den Gott der Metroid-Reihe halten. Genau, seht ihr, und der Missile-Container sollte mir jetzt eigentlich rankommen, den ich mir vorhin so ein bisschen ercheatet habe. Na, da kann ich mich jetzt so festklammern und so sollte man an den rankommen. Ah! Oh Gott. Geben wir mal ein paar Leben. Geben wir ein paar Leben. Okay. Das ist auch ein Problem anfangs im Spiel. Man stirbt so schnell, weil die Gegner einfach so viel Schaden machen und man so wenig Leben hat. Ist eine Sache, die sich dann im Laufe des Spiels aber komplett ändert. Also, ich würde sagen, so ab der Hälfte ist man schon sehr viel stärker als alle Gegner in der Umgebung. Was durchaus angenehm ist. Ist aber auch ein bisschen langweilig dann, weil die können einfach nichts mehr machen. Das ist eine Sache, die in Fusion auch ein Stück weit besser gelöst wurde. Ja, Fusion ist super. Habe ich vor kurzem im Stream durchgespielt. War ein guter Stream. Warum hast du ihn verpasst? Hä? Hä? Na gut. Ich mach dir mal keine Vorwürfe. Ich meine, du hast es verpasst. Ich nicht. Ich war live dabei. Die ganze Zeit, von Anfang bis Ende. So, den Kollegen, den könnten wir jetzt übrigens auch befreien.
Bringt uns aber tatsächlich noch nichts, weil wir den dafür einfrieren müssen. Dann können wir den Missile-Container da oben. Entschuldigung. Sterb. So, gibt's hier sonst noch irgendwas eigentlich? War hier noch irgendwas? Was ist nur, damit man den Container da sieht? Keine Ahnung. Gehen wir einfach weiter, mir fällt gerade auf, ich benutze den Charge-Beam gar nicht mehr. Sollte ihn mehr benutzen. Ich meine, der One-Hit hat einige Gegner. Ich mag hier die Wände nicht. Die sehen ein bisschen aus, als wären das alles Augen. Ich bin kein großer Freund von Augen, auf denen ich herumlaufen muss. Augen, auf denen ich herumliege, kein Problem, aber herumlaufen? Weiß nicht. Und da drüben will ich übrigens auch nicht entlanglaufen. Weil da kann man ganz schnell mal Scheiße machen und dann hat man ein Problem. Hier noch mehr. Und zwar das Problem, dass man Game Over geht und wieder beim letzten Speicherpunkt ist, wo ich keine Ahnung habe, wo der war. Deswegen wollen wir uns das mal sparen. Du stirb, Alter. Du da oben stirbst sowieso. Ja, nicht weiter runterfallen. Wir müssen weiter nach oben, Samus. Es geht nicht weiter nach oben. Lass mich mal auf die Karte schauen. Doch, wir müssen da links entlang. Okay. Wünsch mir Glück, dass ich es nicht verkacke, Leute. Wünsch mir Glück, dass ich es nicht verkacke. Ich meine, ich hoffe, dass ich es nicht verkacke, aber sind wir mal realistisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht verkacke, ist ja wohl mehr als gering. Ist verkackt. Fuck! Nein! Okay. Okay. Okay, ich bin fast tot. Oh Gott. Lauf, Samus! Oh, danke, Schoßungsstatue, die mich komplett aufheilt. Oh, danke schön. Icebeam. Der gute alte Icebeam. Ich mag den Icebeam nicht. Ich mochte ihn noch nie und ich werde ihn nie mögen. Damit kann man Gegner einfrieren, wie es da dran steht. Und auf gefrorenen Gegnern kann ich dann rumstehen. Finde ich super. Aber ehrlich gesagt hätte ich gerne einen Beam, der ein bisschen, weiß nicht, stärker ist. Ja. Und kein bescheuertes Geräusch von sich gibt. Und warum ist die Tür grün? Ah, ich kann da noch nicht durch. Alles klar. Naja, hier werde ich eingeführt mit meinem neuen Beam. Piu! Ja, die Viecher sind jetzt nicht nur ein unbesiegbares Hindernis, sondern auch eine Plattform. Yay! Was gibt's Schöneres als Plattformen, die mal lebendig waren? Nichts. Das heißt, die mal lebendig waren. Die tauen ja nach einer Zeit natürlich wieder auf und dann fliegen die herum und sind so aufgetaut und ganz unschöne Sache. Dagegen sind wir jetzt eigentlich schon wieder. Auf jeden Fall sind ja noch mehr Blubberbläschen überall. Piu! Du Piu Piu! Wundervoll. Da hoch. Dankeschön. Und ich habe die richtige Richtung gewählt. Sehr gut. Saubere Arbeit, Samus. Oh, nicht in die Lava. Nicht schon wieder in die Lava. Genau, und auf den Kollegen können wir jetzt auch rumstehen. Entschuldigung. Bleib mal eingefroren, Alter. Und du, mein Freund, zeig mir den Weg. Zeig mir, wo lang es geht. Müssen wir nach Crate jetzt? Ich glaube, wir müssen nach Crate, oder? Ja, wir müssen nach Crate. Meine Fresse! Ich komme echt gut voran. Und merkt euch eins, liebe Leute, in Crate... Oh, müssen wir auch gegen den Boss kämpfen. Gegen Crate. Spoiler. In Crate gibt es unfassbar gute Musik. Achtet darauf, wenn wir da sind. Ich werde euch eh nochmal drauf aufmerksam machen, aber bereitet euch mental schon mal drauf vor. Gott, der Icebeam ist echt... Er ist einfach nur super lame. Auch als aufgeladener Charge-Beam. Er ist einfach super lame. Ich mag ihn nicht. Ah, meine Lieblingsstelle. Nein, tatsächlich ist die Stelle durchaus okay. Nur Anfänger werden da so ihre Probleme mit haben, aber ich bin ja kein Anfänger. Ich bin ein eiskalter Profi. Vor allem jetzt, wo ich mich überall festklammern kann, kann mich nichts mehr aufhalten. Du schon gar nicht, kleiner Mann. Du schon gar nicht. So, wir sind wieder hier. Ich denke auch nach oben irgendwo. Na, was soll's. Gehen wir da rüber. Und wir sind wieder da, wo wir vorhin waren. Das ist das, was ich gemeint habe mit, wir sind wieder hier. Dass wir wieder hier sind. Kann ich da nicht runter? Ich glaube, wir brauchen einen Screw Attack, oder? Nee. Man muss viel schneller unterwegs sein, um da durchzukommen. Alles klar, bin ich cool mit. Okay, aber den guten Kollegen, den können wir jetzt befreien und... Wow, das war ja mal gar nichts. Komm, hüpf hoch, mein Freund. Hüpf hoch, Alter. Oh, was? Kann also immer wieder zurückhüpfen. Was für ein Arschloch. Okay. Das bedeutet, wir haben einen Missile-Container mehr. Yay! Wir haben schon 40 Missiles jetzt. Ich denke, spätestens jetzt solltet ihr sehen, was ich damit gemeint habe, dass man missile-mäßig
keine Probleme bekommt, sondern eher viel zu viele findet. Ich meine, verdammte Scheiße, wir haben jetzt schon 40, wenn das überhaupt alle sind. Also wenn ich die überhaupt alle aufgeladen habe gerade. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir eine Menge. Ich setze sie viel zu selten ein. Liegt da nur daran, dass die aktuell echt noch nicht so cool sind, die Missiles. Ich glaube, die sollten dann noch zu Super-Missiles werden im Laufe des Spiels. Das glaube und hoffe ich. Vor allem hoffe ich es. Das wäre super. Ja, speichern. Nur so mein Ziel für heute. Hey, Speicher abgeschlossen. Wo will ich denn nochmal hin? Okay, ich will hier direkt hoch. Ich will nicht in die Crateria. Ich möchte nach Norfair. Bam. Okay. Hier werden wir übrigens ohne den Eisbeam nicht mehr zurückgekommen. So als kleine Info am Rande. Da rechts kann ich doch auch irgendwo entlang, oder? Vielleicht später. Okay, hier sollte ich wieder aufladen, weil Kackviecher im Anmarsch sind. Und Kackviecher sind nicht schön. Die nerven. So. Alter, was für ein Speedrun hier. Sehe, was ich hier für ein Speedrun hinlege. Und hier haben wir übrigens auch unseren Chargebeam erhalten. Was für ein glorreicher Moment. Wahnsinn. Piu! So, immer schön weiter hochhüpfen, Samus. Ich überlege gerade, wo wir jetzt, wie wir überhaupt nach Crate kommen. Bin mir gerade ein bisschen unsicher. Wahrscheinlich muss ich irgendein Viech einfrieren dafür, oder? Ich meine, würde Sinn machen, wir haben das ja erhalten. Okay, nach links muss ich auf jeden Fall. Na gut. Wenn das Spiel sagt, ich muss nach links, dann werde ich wohl nach links gehen. Denke ich. Geh weg. Dankeschön. So, und immer schön nach unten. Ah, wir können uns hier jetzt dann auch einen Energiecontainer hercheaten. Ah ja, habe ich schon erklärt, was die Energiecontainer machen. Werde ich gleich machen, wenn wir wieder einen haben, damit ihr ein praktisches Beispiel seht. So, ich hätte jetzt auch reingehen können, aber ist mir speichern, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. So, ah, danke schön, mein Freund, danke. Du auch, danke. So, hier irgendwo, da ist er, der I. Der Energiecontainer, der E-Tank. Fuck. Also mich da, ich bekomme das hin, Leute. Das kann jetzt ein bisschen dauern, aber E-Tanks, was bringen die? Ausgezeichnete Frage. Also prinzipiell ist es ja so, dass man 99 Leben hier hat. Oh yeah! Da habe ich ihn. Wundervoll. Genau, prinzipiell ist es so, dass man da oben 99 Leben hat. Da wo ich hinfeuer, da oben im Eck. Genau da. Und mit jedem Energiecontainer bekomme ich nochmal 99 dazu quasi. Ja. Das ist eine ziemlich simple Sache. Kann man nicht viel missverstehen. Und das ist ziemlich cool. Weil die Energiecontainer auch genauso mächtig sind, wie sie klingen. Ja. Und ich hatte noch nie alle in diesem Spiel. Allgemein. 100% oder so habe ich noch nie in irgendeinem Metroid-Teil gehabt. Die Musik. Okay, pass auf. Geht gleich los. Okay. Was ist los? Versteht ihr? Das ist ja shit, die Musik in Crate. Nein, ich finde die echt cool. Ist ziemlich gut. Und ich würde auch mal sagen, mehr von guter Musik auf Crate und den Bosskampf gegen Crate gibt es im nächsten Part. Crate! Ja, wirklich. Zumindest voraussichtlich im Bosskampf. Ich kann es nicht versprechen, aber ich werde es versuchen. Bis im nächsten Part. Ciao.